Kurz vor dem ersten Advent wurde in Grimma der Weihnachtsmarkt eröffnet. Am vergangenen Freitag, dem 29. November, ging es los. Zahlreiche Kinder und deren Eltern hatten sich mit ihren Lampions am Floßplatz neben der Hängebrücke versammelt, um den Weihnachtsmann zum Weihnachtsmarkt zu begleiten. In diesem Jahr kam er mit einem besonderen Schlitten in Form einer antiken Mercedes G-Klasse mit lichtstarker Sonderausstattung. Begleitet wurde er dabei vom Erzengel Gabriel und für die Begleitmusik sorgte außerdem ein Saxophonspieler, der mit weihnachtlichen Melodien die Advents- und Weihnachtsmarktzeit einläutete. Um 5:45 setzte sich der Zug in Bewegung, vorbei an der Großmühle und dann nach links in die Töpferstraße. Als aushilfsweise Weihnachtselfen waren die Kameraden der Feuerwehr und der Polizei quasi als Boten voraus und sorgten für eine freie Fahrbahn für den Weihnachtszug. An der Frauenkirche gab es die nächste Kurve auf die Zielgerade, die lange Straße. Vorbei an weihnachtlich geschmückten Schaufenstern zog der Weihnachtsmann und sein Gefolge bis auf den Marktplatz, wo er bereits von vielen weiteren Gästen erwartet wurde. Da es bereits 6:10 war, galt es, keine Zeit zu verlieren, es ging direkt auf die Bühne. Gemeinsam mit der Beigeordneten Ute Kabitsch entzündete der Weihnachtsmann nach einem kurzen Countdown mit einem Druck auf den roten Knopf die Festbeleuchtung des großen Weihnachtsbaums. Anschließend gab es dann unter großem Andrang Geschenke für die Kinder. Währenddessen ging es mit Glühwein, Lebkuchenherzen und vielen weiteren Leckereien festlich zu und es kann kein Zweifel geben, die Weihnachtsmarktsaison hat begonnen. Bereits am ersten Advent gab es ein weiteres Highlight der Grimmer Weihnachtsmarktsaison. Die Stollenverkostung stand an. Es waren 12 Stollen, wie auch im Vorjahr, gemischt von Profis und Privatleuten. Darunter ein Schoko- und ein Marzipanstollen. Die Jury, bestehend aus Matthias Berger, Katja Möckel und Christian Steyer, hatte es nicht leicht bei so viel köstlichem Backwerk, von dem auch das Publikum das eine oder andere Stück naschen durfte. Am Ende hatten 2 Einreichungen die höchste Punktzahl und es kam zur Stichwahl. Alle 3 Jurymitglieder haben sich dann einstimmig für den Stollen der Gewinnerin vom letzten Jahr entschieden, Katja Gruschwitz. Sie war selbst nicht da, ihr Vater hat stellvertretend den Pokal entgegengenommen. Platz 2 war dann Bäckerei Haferkorn und Platz 3 der von der Feuerwehr, der auch beim Lions Club verkauft wurde. Schauspieler Christian Steyer, bekannt als Sprecher von Elefant, Tiger und Co., gab mit seiner tollen Stimme dann auch noch eine Weihnachtsgeschichte zum Besten. Was nach der Verkostung von den Stollen übrig blieb, soll in diesem Jahr nicht verkauft, sondern an unterschiedliche Einrichtungen in Grimma verschenkt werden. Aber hat nicht allzu viel